glaube ich, Sarah. Hoffentlich klappt das jetzt zur Premiere. Ups, klemm fest, klemm fest. Ich glaube, das bin ich im Bild. Ich weiß es nicht. Oh, ich habe voll verschlafen. Ich bin doch nicht im Bild, oder? Da muss man, glaube ich, noch dran arbeiten. Aber das ist Premiere mit dem, der fällt mir gleich auf die Fresse, mit dem Fotoapparello. Alter. Oh, ich habe doch einen Termin bei der Nagel. Ach, Brot. Bei der Nagelfrau. Und jetzt habe ich so... Oh, meine Brille ist auch noch so dreckig, ey. Zum Kotzen. Jetzt habe ich so verschlafen. Normal, ich wach auf 6:30, spätestens 7:30. Heute, ich wach auf. Ja, denk so, ist ja noch früh, hast ja noch Zeit. Stehst mal auf, machst dir einen Kaffee und gleich machst du dich dann mal gemütlich fertig. Guck auf die Uhr. Ich denke, das darf nicht wahr sein. 9 Uhr. Um 10 habe ich den Termin. Ich konnte mir meine Haare nicht waschen, nix. Konnte mir nicht vernünftig fertig machen, nicht schminken. Ich hasse halt wie die Big Pest und Pocken, wenn ich nicht fertig bin. Andererseits ist das Wetter so schön, dass ich jetzt gute Laune kriege. Hm, jetzt entspannen. Wetter ist schön. Ich bin auf dem Weg. Geschminkt, egal. Oh, wie der letzte Heuler wieder. Mann, Mann, Mann. Ja, Wetter ist schön. Gute Laune her. Alles super. So, dann lasse ich mir jetzt mal die Nägels machen. Von der lieben Lin. Ich gehe in so einen asiatischen Nagelshop. Hab da noch nie irgendwelche schlechten Erfahrungen gehabt. Viele sagen, machen Nägel kaputt, bla, können das nicht und unhygienisch, bla bla. Obwohl, es stimmt nicht, ich war mal in einem, da habe ich gedacht, Leute, das ist nicht gut, was ihr da macht. Da habe ich mir Pediküre machen lassen. Da gehe ich auch nicht mehr hin. Boah, was ein Dreck hier. Der ist ja Karneval. Gehe ich auch nicht mehr hin, denn das war so eine abenteuerliche Steckerkonstruktion, die auch noch durch eine Wanne ging, und ich war hinterher mit einem elektrischen Gerät und einer was macht der denn da? Ah ne, der ist nicht verkleidet, das ist der Postbote. Mit einem elektrischen Gerät und der und meinen Füßen gleichzeitig in einem Becken, wird automatisch sich unter Umständen von unten mit Wasser befüllt. Und dann habe ich gedacht, nein, elektrischer Stuhl in Deutschland verboten. Nein. Weg. Also da war ich dann danach nicht mehr. Jetzt bin ich in einem anderen und die sind super. Bisher zumindest. Pediküre habe ich da noch nicht gemacht. Jetzt ist vor mir die Müllabfuhr. Kann jetzt noch dauern, aber ich habe noch eine Viertelstunde. Aber ich bin immer gern etwas früher da, weil ich mit meinem Knie nicht weit laufen kann. Also ich bin auch immer darauf angewiesen, einen Parkplatz direkt in der Nähe zu finden. Und dann kann das schon mal etwas länger dauern, dass ich suche, ne? Ja. Jetzt gucken die, warum ich vor mich hin laber, ist mir aber Hupe. Ich mag Müllmänner, die sind meistens nett. Postboten auch. Postboten und Müllmänner sind meine Freunde. Oh, die linke Tonne ist aber nicht aufgegangen. Ja, merkt er nicht, stell da wieder weg. Ja, ich weiß noch gar nicht, was ich mir machen lasse für ein Nageldesign. Also ich habe überlegt, mal so weiße wie die Maren. Aber ich weiß nicht, ob mir das steht. Also ich gucke mir mal an, was die da anbieten. Die haben ja immer diese Paletten da. Ich habe das Gefühl, ihr seht nur mein Kinn. Und mein Kinn ist nicht schön. Aber anders kann ich das jetzt nicht platzieren. Kommt davon, wenn man keine Zeit hat. Und ich kann aber auch kein Display. Ich kann also auch nicht sehen, wie ich aussehe oder ob überhaupt gefilmt wird. Vielleicht wird ja gar nicht gefilmt. So, wir fahren wieder ein paar Meter weiter mit dem Müllwagen. Ja, dann ist jetzt, ja, ich habe verschlafen. Der Müllwagen bringt mich jetzt noch weiter in Minus. Aber macht nichts. Wir sind ganz entspannt. Die Sonne scheint. Zwar nicht in der Häuserschlucht hier, aber da vorne gleich.
Alles gut. Ja, und wenn ich dann beim Nageltermin war, werde ich noch kurz zum DM gehen, denn gestern habe ich, kann man DM-süchtig werden? Gestern habe ich so eine Lust gehabt, bei DM zu shoppen und einfach mit vollen Tüten da rauszukommen. Ohne Sinn und Verstand. Boah, ich werde auch hier von meinem Dings wieder gewürgt. Ohne Sinn und Verstand. Einfach irgendwie tolle Sachen shoppen. Ach, und gestern habe ich auch noch so gut gedacht, ja, guckst du dann vorher in dein Körbchen, was du brauchst, ob ein Duschgel bald leer geht oder Shampoo, ne? Ja, natürlich nicht geschafft, weil zu spät, kein Überblick. Also kaufe ich mir wahrscheinlich gleich Sachen, die ich sowieso schon 10-mal habe. Aber egal, geht ja alles leer. Also ich bin nicht so ein Horter. Ich habe immer nur eine Kiste mit Nachfüllung und immer nur eine Sache im Gebrauch. Also ich kaufe schon nicht zu viel. Und wenn ich zu viel kaufe, merke, es ist zu viel, dann hat jemand Geburtstag, der kriegt dann was. Ja, nach dem DM wollte ich noch kurz, wir haben hier so einen tollen Backshop mit Backzubehör, wo man wirklich alles kriegt zum Kuchen backen, Cake Pops machen, Muffins machen, also wirklich alles, was man sich nur vorstellen kann. Von Zubehör, Farben, total genial. Und eine Kollegin, die gerne backt, boah, ich habe auch voll die rissigen Lippen hier. Ja. Nichts geschafft. Die gerne backt, sehr wollte ich da, die hat Geburtstag nächste Woche und da wollte ich da dann ein paar schöne Sachen kaufen. Ja, mühsam geht es hier weiter. Ich habe noch 12 Minuten. Könnte ich gerade auf die Sekunde genau ankommen. Naja. Ja. Aber alles ist gut. Supi, geht doch. Weiter geht's. Ja, wollte ich noch in den Backshop ein paar Sachen holen. Dann habe ich mich heute Morgen gewogen und habe seit letzter Woche 300 Gramm abgenommen. Ist nicht viel, aber solange es jeden Monat nach unten geht, oder besser jede Woche, ist mir egal wie viel. Denn letztendlich zählt dann die, ah, er biegt ab, ich kann vorbei. Hüppi, yeah! Zock. Denn letztendlich zählt ja die Gesamtbilanz. Und die geht seit September nach unten. Seit September habe ich jetzt 6 Kilo verloren. Ist nicht viel für seit September, aber es sind 6 Kilo und schleppt mal 6 Kilo mit euch rum. Bei mir merke ich noch nichts. Aber muss ja auch nicht sein. Langsam runter, easy peasy. Ja, dann fahre ich noch zum Rewe hinterher. So, dille, aufpassen, keinen Unfall bauen. Ah, Parkplatz vor der Tür, yippie, yeah. Der Tusch passend zum ja, zum Karneval. Oh, da. Ja, was wollte ich noch sagen? Aufpassen, einparken. Ja, danach geht es noch zum DM, weil ich noch Dings brauche, Milch brauche. Milch brauche, genau. So, jetzt aber wird erstmal hier genagelt bei Fräulein Lynn. So, DM ist da vorne direkt. 50 Meter weiter. Weiter auf 50 Meter weiter ist mein Lottoladen, aber Lotto wird halt nicht gespielt. So Leute, jetzt geht es los. Ich hoffe, die Kamera hat aufgenommen. Bis bald.